So, weiter geht's. Jetzt schnappen wir uns den goldenen Drachen Unsichtbarkeit. Der sieht mich ja nicht. War das etwa ein Räuspern? Du kannst doch gar nicht sehen, was ich hier mache. Oder ist die Brille etwa doch kaputt? Aber nicht doch. Die Brille funktioniert perfekt. Ast rein. Verdammt. Verdammt. Darf ich jetzt, nachdem ich dieses voll funktionsfähige Exponat abgenommen habe, höflich fragen, was Sie da drüben treiben? Oh, ich bewundere nur Ihren goldenen Drachen der Unsichtbarkeit. Wirklich hübsch. Ich hasse Sie. Wie geil, ey. Oh, wie ultra immer. Okay, jetzt muss ich mich an diesen Typen ranschleichen, glaube ich. Weil der einzige Ort, an dem ich den Drachen wirklich einsetzen könnte, wäre hier. Mal sehen. Hä? Wo ist denn mein goldener Drache der Unsichtbarkeit hin? Ich muss ihn irgendwo verloren haben. Oh, ernsthaft? Was soll... Oh. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Es ist sein Ernst, wo ist mein Drache? Was zum... Schmerzen? Was ist da vorne gefallen? Warum? Ich muss über irgendwas gestolpert sein. Hey, das war ja der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Hier habe ich ihn also verloren. Na, ganz toll. Es funktioniert. Oh mein Gott. Ich bin unsichtbar. Aua. Alter. Au. Verdammt. Das ist gar nicht so einfach, wenn man seine Hände nicht sieht. Au. Das ist gar... Okay, da macht er nichts. Bananenkammer. Wer? Wo? Ich muss zugeben, dieser Kundenbetreuungsbot macht seine Arbeit gar nicht schlecht. Ich frage mich trotzdem, wo der Besitzer des Ladens abgeblieben ist. Ah. Linke Fassung? Sonnenbrillenglas, rechte Fassung. Autsch! Man könnte es zwar nicht sehen, aber ich habe mich extrem lässig abgerollt. Okay, jetzt haben wir auch die... Nee, haben wir nicht. Ich jetzt da oben oder was? Autsch! Ich meine, wow! Unfassbar, wie elegant ich mich wieder abgerollt habe. Oh Gott, du bist so dermaßen hohl. Also das bringt nichts da oben. Obwohl. Ab, man könnte. Gut. Ich muss mal gucken, ob ich da von hier aus mit ihm reden kann. Nö. Ich ja. Meine. Wow, habe ich mich wieder lässig abgerollt. Au! Verdammt, das ist gar nicht so. Wenn er nicht sieht. Hier ist auch nichts. Mal gucken, ob ich den hier drücke. Hab ich. Okay, dann gehen wir nach oben. Den habe ich schön über den Tisch gezogen. Okay, jetzt haben wir sowohl die Brille, als auch den Drachen der Unsichtbarkeit. Wofür kann ich die denn gebrauchen? Ich wusste doch, dass ich sie kaputt kriege. Man sollte mich eben nie herausfordern. Na, gerade wenn es uns zerstören geht. Ich wusste doch, dass ich sie kaputt kriege. Man sollte mich... Okay, kann ich damit irgendwas anfangen? Nee, nichts, was Sinn ergibt. Okay, gehen wir nochmal zum Hafen. Nach kleine Venedig. Wahrscheinlich ist das Ding jetzt schon wieder weg. Hä? Wo ist denn mein... Okay, der ist nur für hier gedacht. Wofür ist das gut? Mal sehen, gehen wir nochmal da hoch. Das Sonnenbrillenglas. Ich muss irgendwie in dieses Boot kommen. Oh mein Gott, ich weiß, wofür das gut ist. Du schon wieder? Ich hab dir doch gesagt, dass du verschwinden sollst. Bin ich ja auch. Ich bin eins mit dem Schatten. Wusch. Du hast zwar einen bei deinem... Okay, dann können wir, du hast den goldenen Drachen. Das hilft mir nicht weiter. Rechte Fassung. Wieder zusammenbasteln. Die Idee ist nicht schlecht, aber dafür müsste ich sie erst wieder zusammensetzen.
können. Okay, ist ja gleich wieder zusammensetzen können. Okay, dann bitte einmal drauf. Mal gucken, wie gut er mich jetzt noch sieht. Dann mal gucken. Du Schurk, ich hab dir doch... Bin ich ja auch. Ich bin ab. Ja gut, das ist ein Schatten, das war vor falsch rum. Verdammt, ich verstehe einfach nicht, warum das nicht funktioniert hat. Dann mal die Brille wieder ab. Na gut, der Plan an sich ist zwar perfekt, aber vielleicht könnte er noch ein wenig Feinschliff vertragen. Okay. Ich wusste, man soll... Gut, ich mach sie wieder kaputt. Ich mach sie wieder kaputt. Ich wusste, man soll... Das Glas ist in der falschen Fassung. Ich geh nochmal zum Schredder, machen wir es nochmal kaputt. Das ist ja jetzt meine Brille. Meins... Jetzt gibt's nochmal Gestolper. Den Drachen kann ich nur hier gebrauchen. Hey, hier. Oder ich klicke nicht an und sag ja hier von wegen, ich hab das Ding noch. Ich habe sie bereit und ich lasse mich aber grün. Ich wieder auseinander. Das ist, er ist noch nämlich zum... Er ist noch schöner, als ich mir vorgestellt habe. Nehme ich zumindest an. Geh wieder kaputt! Was? Ich wusste doch, man sollte mich... Das ist im falschen Glas. Oder ich brauche noch ein Brillenglas. Saftpressenhut. Schuppermat. Herzlich beste. Wie kann... Wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin mal wieder weg. Wie kriege ich das Ding wieder auseinander? Oder... Falscher Typ. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich das probiere, aber... Eine Sonnenbrille mit nur einem Glas. Wenn sie jemandem steht, dann ihm oder seinem Bruder. Eine Sonnenbrille oder... Ja gut, dann gib's ihm doch. Du schon wieder... Ich würde gerne... Magst du spielst du schon Schnurk? Ich komme zurück. Nee, nichts Neues. Ich will nochmal umschalten auf eine andere Goal. Machen wir erstmal die Baby Goal. Upsi, ich muss kurz eingenickt sein. Kein Problem. Zumindest solange du keinen direkten Hautkontakt mit der Theke hattest. Du bist lustig. Okay, sprich nochmal mit ihr. Vielleicht kriegen wir noch einen Tipp. Dann überlegen wir mal, wie machen wir das am besten. Du bist es. Wie schön. Komm mal einfach mit. Das geht, wie du mitkommst. Was kann ich tun? Wir müssen uns dem Widerspiel ja... Aber dann... Widerstand? Okay, das ist nichts Neues, hatten wir auch schon. Okay, sie wartet brav, also ab in den Hafen zurück. Wie kriege ich denn jetzt die Brille wieder auseinander? Vielleicht habe ich sie falsch zusammengebaut. Ich nehme sie lieber wieder auseinander. Gut, das war jetzt ziemlich logisch mit dem Schraubenzieher. So. Rechte Fassung. Das würde ich in die linke Fassung haben. Gut. Sie achten auf wirklich sehr kleine Kleinigkeiten. Finde ich nicht verkehrt. Weil man das zum Denken anregt. Nur das mit dem Schraubenzieher. Gut, ganz ehrlich, Leute, darauf hätte man kommen können. Aber Leute wie Tidal Tempest kommen da eben nicht drauf. So, wollen wir mal gucken, was jetzt passiert. Mal gucken, wie gut er mich jetzt noch sieht. Gut, jetzt muss ich das hier eigentlich aufmachen können. Gar nicht, okay. Okay, mal gucken, Vorhang. Vorhang, nichts. Auch Vorhang, da ist nichts. Tür zum Funkraum, dann gehen wir da zuerst rein. Da schau her, der Stachelbär. Wenn das mal keine Funkstation ist, was haben wir denn da? Irgendwelche Dias. Das müssen die Pläne des unorganisierten Verbrechens sein. Mal gucken, was diese Heinis vorhaben. Moment mal, das ist ja nur Gekrakel. Da hat jemand mit Fingerfarbe drauf rumgeschmiert. Das ist doch... Hallo! Wink! Bitte kommen!
Oh oh, da kommt ein Funkspruch. Wink, melden Sie sich! Moment mal, die Stimme kenne ich. Das ist doch... Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Ja. Yeah. Wink, so antworten Sie doch. Hier spricht Cletus. Oh, scheiß Cletus. Das ist doch Cletus, klar. Klar, natürlich. Verlobter, Ex-Verlobter vielmehr. Scheinbar hat er den Absturz des Notboots überlebt. Aber was hat er mit dem unorganisierten Verbrechen zu schaffen? Besser, ich gehe mal ran. Bei meinen Imitationskünsten wird er keinen Verdacht schöpfen. Natürlich nicht. Hallo, Cletus. Wink, sind Sie das? Warum reden Sie denn so komisch? Ich rede nicht komisch. Ich klinge genau wie Wink. Ein phonetisch geschultes Ohr würde das sofort hören. Reden Sie keinen Unsinn und kommen Sie zur Sache. Sie wissen doch genau, dass uns nicht viel Zeit bleibt. Also, haben Sie meine Verlobte aufspüren können? Sie mein Ex-Verlobte? Ich meine Cole, meine Verlobte. Warten Sie. Ich habe das Bild besorgt, das Sie haben wollten. Sie können es sich als Dia ausdrucken. Und hier ist das Bild von der Datasette, auf der sich die Aufstiegscodes befinden. Okay. Aufstiegscodes. So, so. Der alte Schnösel hat also immer noch nicht aufgegeben. Wie war das? Die alten Brösel lohnt es sich doch immer auf. Ah, das sagt mein Börsenmakler auch immer. Brauchen Sie noch weiteres Material? Wo sind Sie eigentlich? Warum wollen Sie das wissen? Ja, gute Frage. Warum nur? Wegen der späteren Übergabe. Meine Antwort wäre zwar plausibler gewesen, aber... Ja, genau. Ich befinde mich in einem Organon-Sprengturm. Direkt an der Kreuzertrasse nach Porta Fisco. Die Koordinaten finden Sie auf dem folgenden Dia. Okay. Aber melden Sie sich nochmal, bevor Sie hier auftauchen. Sonst sorgt der Organon dafür, dass Ihr Tauchboot die Wasseroberfläche nicht wieder sieht. Haben wir uns verstanden? Wozu die Eile? Wozu die Eile? Das habe ich Ihnen doch bereits gesagt. Ja, Sie haben aber auch eine ziemlich miserable Aussprache. Ich erkläre es Ihnen noch ein einziges Mal. Das letzte Hochboot verlässt Deponia in einer Woche von Porta Fisco aus. Wenn also die Aufstiegscodes nicht bis morgen bei mir sind, komme ich nicht mehr rechtzeitig nach Elysium zurück. Das wäre ja nicht aus. Du wirst damit gesprengt. Das kann man so sagen. Eigentlich dürften Sie das alles gar nicht wissen. Aber ich verrate es Ihnen trotzdem, weil ich weiß, wie wichtig motivierte Mitarbeiter sind. Aus Gründen, die Sie nun wirklich nichts angehen, muss ich dem Elysianischen Ältestenrat berichten, dass Deponia unbewohnt ist. Davon hängt sehr viel ab. Alles andere ist unwichtig. Mhm, genau. Ulysses, der Oberkontrollrat des Organon, will kein Risiko eingehen. Wenn mein Bericht Elysium nicht rechtzeitig erreicht, wird er dafür sorgen, dass Deponia tatsächlich unbewohnt sein wird. Wie war das? Wie war das? Dem Organon stehen die entsprechenden Mittel zur Verfügung, den gesamten Bereich um das Rostrote Meer in eine Wüste zu verwandeln. Na, toll. Wenn ich die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen halte, werden sie von diesem Sprengturm aus eine Bombe abwerfen. Als Folge wäre voraussichtlich alles Leben auf Deponia ausgelöscht. Dieses Dia sollte Beweis genug dafür sein. Aber dann wären Sie auch tot. Bravo! Sie beginnen zu verstehen, warum es mir so wichtig ist, Goal wiederzubekommen. Hoffentlich sind Sie jetzt angemessen motiviert, sie auch zu finden. Cletus out. Nein, einen Moment noch. Verdammt. Ich konnte ihn also nicht alles fragen. Was mache ich denn jetzt? Wenn Cletus die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen hält, wird alles Leben auf Deponia vernichtet. Aber wenn er sie bekommt, wird ganz Deponia vernichtet. Ich muss ihm irgendwie zuvorkommen. Na, am besten selbst vernichten. Und scheinbar hängt alles davon ab, wie schnell ich Goal überzeugen kann. Also letztlich von meinem Charme. Tja, Glück im Unglück. So, hier nochmal die Funkstation. Hallo? Mist, er geht nicht mehr ran. Okay, dann eben nicht. Haben wir die Dias? Ja. Wenn Cletus die Aufstiegs... Aber wenn es... Muss ihm irgendwie zuvorkommen. Okay, das haben wir. Funkstation. Nach draußen wollen wir nicht. Nur zum Vorhang. Moment mal. Hier ist ein kleines Schild aufgenäht. Wir müssen draußen bleiben. Und darunter ist ein niedlicher Welpe abgebildet, der kein Mitglied beim unorganisierten Verbrechen ist. Normalerweise ignoriere ich ja jede Art von Hinweisschild. Aber verflucht, der Welpe ist wirklich niedlich.
Moment, wir und darunter normalerweise. Aber okay, ich muss also erst beitreten, weil weiter will er nicht. Weil der Hund so niedlich ist. Okay. Ich habe Dias. Was mache ich denn mit den Dingern? Ich habe Beweise dafür, dass es zerstört werden soll, wo wir hin müssen und bla. Wir müssen uns immer auf dem... Ah, der Widerstand. Vielleicht können die was damit anfangen. Das ist offensichtlich später auch noch ein Rätsel. Widerstand. In den Hafen bitte einmal. Zum Optiker muss ich bestimmt nicht mehr. In die Spelunke. Und einmal Dias mit Garlef. Aber gut, dass wir das Ding zerstört, wissen wir ja. Aber vielleicht interessiert er sich ja dafür. Was soll das werden? Eine Herausforderung? Zeig mal her. Was soll denn das? Das ist ja gar keine Turnierhand. Das habe ich noch nie behauptet. Und warum sollte mich das dann interessieren? Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Okay, also ihn interessiert das mal gar nicht. Darf ich noch... Wisst ihr... Stimmt. Gut, bla bla bla. Glaube ich, hier ist auch nichts Neues, oder? Wogegen rebelliert er denn? Wogegen rebelliert er denn? Gegen die Unterdrückung durch den Organon natürlich. Natürlich. Und dem Organon. Was hat dir der Organon denn getan? Na, er unterdrückt mich mit seiner ständigen Unterdrückung. Das macht mich rasend. Nein. Ich geh da mal wieder. Ich geh da mal. Mach das. Tschüssi. Bringt mir nichts. Den habe ich lange nicht angesprochen. Vielleicht bringt der mir ja doch was. Hi. Ah, du schon wieder. Willst du jetzt endlich was bestellen? Nee. Was gibt's auf dem schwimmenden Schwarzmarkt noch alles zu sehen? Sag jetzt bloß nicht, du bist ein Tourist. In dem Fall gehst du besser in die Oberstadt. Vorausgesetzt, sie lassen dich da rein. Downtown ist für Schmuggler, Hehler, Spieler und Piraten reserviert. Wenn du was Besonderes erleben willst, empfehle ich dir das Schnabeltier-Bataka in der Arena auf dem... Das haben wir schon hinter uns gebracht. Die Kämpfe finden allerdings nur statt, wenn sich zwei Streithälse in die Wolle bekommen. Bis später. Okay, Schnabeltier-Kämpfe haben wir. Raus. Die Katze rasieren. Wir haben da einen Fisch. Das Klopfzeichen. Hilft uns da vielleicht... Der Drache? Das glaube ich nicht. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Also, einer von den Marktplatz eigentlich. Vielleicht interessiert sich Doc für die Dias. Gut, da ist der tote Hund. Ja, Doc, dich interessiert das doch bestimmt. Alles hängt davon ab, wie schnell du mich an deine Schublade lässt. Wir haben ein Problem. Argus will Deponia entvölkern, wenn Cletus es nicht schafft, die Aufstiegscodes zurückzuerlangen. Aber wenn er sie zurückerlangt, wird das sogar der ganze Planet gesprengt. Ich sag ja, wir haben ein Problem. Am besten wir verlassen uns hierbei ganz auf die Bastler-Methode. Wir sammeln wahllos Gegenstände und alles kombinieren? Wir lösen ein Problem nach dem anderen. Meinte ich ja. Okay, das hat mir jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Tiefkühltruhe, Schublade. Gut, also ich kann ihn nicht mal anklicken. Also er ist einzig und allein für den Laden gedacht.